Moin, ihr Schnäppchenjäger vom Plattengericht. Ich bin's wieder, euer Plattenanwalt, der Simon. Heute mal was zu Preisen. Ja, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ich habe mal gedacht, ja, ich mache mal ein Unboxing. Ich glaube, das erste Mal hier seit 2 Jahren, gut 2 Jahren schon. Unboxing. Und zwar folgendes. Also, ja, ist ja immer so momentan viel Inhalte über die Vinylpreise. Und was habe ich jetzt mal kürzlich gemacht? Ich habe jetzt kürzlich bei einem Mail-Order, komme ich gleich zu, einfach mal zugeschlagen. Da gab es nämlich Angebote. Das wollte ich hier einfach mal heute so präsentieren. Und zwar war die, ne, um zu zeigen, muss nicht immer alles so teuer sein. Nichtsdestotrotz, ich rate dazu, immer schön dem Plattenhandel, dem Stationären, die Treue zu halten. Mache ich auch. Ich nehme immer so locker 10% Aufpreis, sage ich mal, bei meinem Dealer in Kauf im Vergleich zu Standard-Online-Angeboten. Na gut, aber er hat ja auch nicht immer alles und aber er hat es immer alle, muss ich schon sagen. Naja. Und gut, aber manchmal gibt es halt Angebote. Und ja, ich muss auch nicht immer alles beim Dealer kaufen. So, online ist ja auch gut. Und jetzt ist es so, wollte ich einfach mal vorstellen hier, diesen Online-Handel. Der heißt iMusic DK aus Dänemark. Und es ist nicht so, wenn ihr da jetzt Plattengericht eingebt, kriegt ihr Rabatt. Nein, nein, ich habe mit denen hier nichts zu tun. Ansonsten bin einfach nur Kunde. Das ist jetzt hier nicht irgendwie Product Placed oder sowas. Ich wollte einfach mal erzählen, habe da jetzt was bestellt. Und zwar hatten die unter anderem jetzt eine Verkaufsaktion, rund 800 verschiedene Platten aus dem Music on Vinyl Katalog zu deutlich reduzierten Preisen. Da war das nicht immer um 1 Euro oder so, sondern da ging es schon wirklich um ja, 30% runter oder so. Siehst du. Und auch weil eben dieser Online-Handel sonst wenig auftaucht, wenn man hier in der Google-Routine sucht nach Platten oder so, Neuerscheinungen, da tauchen die eigentlich nie auf. Also auch das einfach mal als Tipp. Ist wirklich eine ganz gute Einkaufsquelle. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das hier so läuft. Ist jetzt das zweite Mal, dass ich da bestellt habe. Erste Mal war auch schon gut. Sowieso ganze Abwicklung und so. Und lasst euch nicht davon täuschen, dass das der Laden, der Handel in Dänemark sitzt. Portopreise sind normal. Ich weiß nicht genau. Irgendwann gibt es auch eine kostenlose Pauschale. Ich glaube, ab 50 Euro Bestellwert oder so. Sieht schon mal alles sehr gut verpackt aus, soweit. Mit Banderolen. So, Papier oben. Hier an der Seite so verpackt, nochmal dann eben hier mit Folie drumherum die Platten. Außen jedenfalls ist der Karton in Ordnung. Das sieht auch schon mal ganz fein aus. So, dann verpackt, wie wir es kennen. Immer schön wiederverwenden, wenigstens diesen ganzen Müll, der hier immer anfällt. So, das habe ich mir gedacht, ob die vielleicht die Preise, ich wollte sie nämlich nennen, dabei legen, aber hier ist kein Lieferzettel. Deswegen kurz Stopp. Ich muss mal eben kurz den Lieferzettel ausdrucken. So, super, vielen Dank für eure Geduld. Da bin ich wieder mit dem Lieferzettel dabei, noch ganz kurz, klar, wenn ich jetzt hier das auspacke, ich kann jetzt leider nicht viel dazu sagen, wie die klingen und so, aber ich mal guck mal vielleicht mal kurz rein wegen der Aufmachung. Aber bei Music on Vinyl kennt ihr wohl selber, viel falsch machen kann man damit nicht. Gibt schon mal leichte Unterschiede vielleicht, aber in der Qualität, aber im Grunde ist es immer eine wirklich solide Wahl oder Alternative zu manchmal doch sehr aufwendig zu ergatternden, kostspieligen Originalpressungen. Ist bei Music on Vinyl immer auch gerade zum Einsteigen eine gute Sache.
Ich mache es manchmal auch so, habe dann die Music on Vinyl in der Sammlung. Wenn ich dann eines Tages irgendwo drüber stoße, über eine frühe oder Originalpressung oder eine, ne, die interessanter ist, ja, dann Music on Vinyl kann man auch relativ gut immer wieder verkaufen. Ist ja ein bisschen wie eine Marke. So, fangen wir einfach mal von vorne an hier, was der Stapel so hergibt. Wir haben hier einmal The Meters, Cabbage LA, ist halt eine bisschen spätere Meters-Pressung. War jetzt hier im Angebot dann eben, wo haben wir sie denn? Cabbage LA hier, 21,49 €. Kunst nix von Sorgen, ne, würde meine Omi sagen. Ja, ist ansonsten, ist gefütterte Inner Sleeve. Das ist fein. Einfach hier Reprice Label. Ja, Foto ist jetzt nicht sehr scharf, muss ich sagen. Das wird sicherlich im Original besser sein. Aber komme ich gut mit klar. So. Ja, das sind immer so diese Hüllen, ne? Da muss man damit aufpassen, dass man sich damit nicht irgendwie mit dieser Klebefalz da das Cover versaut. Deswegen, ich lege es lieber gar nicht mehr rein. Nur daneben. Zack, die Bohne hier. So. Meters check. Taj Mahal. Blues Standardalbum, kann man sagen. Jetzt auch hier die Music on Vinyl Reissue von 2017 für auch 21,49, knappe 22 €. Kannst sich viel von sagen, finde ich. Wahrscheinlich auch ohne weitere Innere. Ne? Ja. Gefüttert. Columbia Label. Zack. Kann losgehen. Ich denke, kommt man gut mit zurecht. War schon ganz gespannt. Vom Cover her. Seht ihr selber. Schwer zu vergleichen jetzt. Ich kenne das Original nicht. Ist nicht sehr, sehr scharf. Das Bild. So, Schriftzug ja. Ist es irgendwie eine Bildfotomontage? Die Vögel sind relativ scharf getroffen. So, Classic Album. 180 Gramm Vinyl für 21,49 €. Hank Williams, ja. Der Country-Barde. Fällt mir unheimlich gut. Da muss ich zugreifen, denn ich habe zwei alte Pressungen mit auch Compilations einfach nur. Knistert bisschen, ne, sind dann aber nachher auch 50er, 60er Jahre Pressungen oder 60er, glaube ich, oder so US-Sachen. Ja, die sind auch geil, aber irgendwie, ich erhoffe mir hiervon, und das sind eben nochmal ein Doppelalbum, vier volle Seiten, hoffe mir hiervon eine schöne Qualität. Bin ich ganz gespannt. Eben auch jetzt hier mal wieder zu einem guten Preis. Was hatten wir hier für die Doppel? Ja, 26,99 € Doppelalbum Music on Vinyl, Hank Williams. Mal schauen. Was er halt wirklich Liner Notes, zeige ich gleich. Also erstmal das hier checken. Gefüttertes Inner Sleeve. Mal wieder. Sehr gut. Schön Liner Notes, Gatefold. Credits. Sogar Aufnahmedatum. Hey, ja, geht hier so. 47 sind so die ältesten Sachen. Schon fast ein Kandidat auf die Vinyl Challenge. Ne, über das älteste Erscheinungsdatum Platte. Ne? Aber da habe ich noch eine aus den 30ern. Kommt ja bald das Video. So, Hank Williams. Typisches Bild. Sehr bekannt, meine ich auch. Das, was Sie als Cover gewählt haben. Ich bin gespannt drauf. Schöne Sache. So, den haben wir. Jawohl. Die Steel Panther. Balls Out heißt die, glaube ich. Fällt unter die Rubrik Cover, wird man heute vielleicht nicht mehr so machen, außer Steel Panther. Ne? So, wo liegt die? Hol ich die, hole ich die nochmal. The Boys Out. Hier, ja, 25,49. So, müssen wir mal aufmachen. Ist, glaube ich, ein Doppelalbum. Auf Vinyl.
Ja, Steel Panther, klar, ein bisschen streitbare Band. Hab ich auch mal live gesehen. Ne? Tragen wirklich dick auf, nicht nur das Make-up. Und sind musikalisch richtig gut. Kann man nicht anders sagen. Ja, ist nicht jedermanns Geschmack und Humor. Ist auch eben extra auf Vintage gemacht. Ja, das ist alles hier drauf gedruckt, die ganzen Knicke und so weiter. Und Ringwear, das ist jetzt nicht echtes Ringwear. Auch gefütterte Innerhöhlen, Innersleeves. Ja. Da bin ich gespannt drauf. War mir jetzt gar nicht sicher. Ich meine, die gab es auch tatsächlich. Ach, ist ja geil. Sogar da fängst du an zu knibbeln, ne? Der Preis auf Tag ist hier. Ja, lustig. New and Used Records, ne? 1,69 $. Ja, 69 war ja wieder klar. War mehr oder weniger auch wohl auf dem Index oder so. Ich weiß nicht genau. Es gab Probleme mit dem Cover. Ich habe die früher auch als CD geholt. Und dann mal, ich weiß, irgendwas war mit dem Vinyl. Ich hatte früher schon mal geschaut, dann gab es die nicht oder irgendwie Problem. Weiß ich nicht. Naja, gut, ist jetzt auch. Ist halt so, ne? Die Balls auch. Freue ich mich, dass ich so jetzt auch noch sogar zu diesem Preis erwerben konnte. So, jetzt kommen zwei Sachen. Das war jetzt Beifang, wenn ich so möchte. Das hat jetzt nichts mit dem Music on Vinyl Sonderangebot zu tun. Das war jetzt halt Cat Power. Na, da ist der Erwin dran schuld, dass ich die jetzt gut finde. Das will ich jetzt hier gar nicht weiter besprechen. So, danke Erwin dafür. Ne? So, The Delphonics, including Didn't I Blow Your Mind This Time? Trying to make a fool of me, Delphonics, klar. Also, mir das erste Mal untergekommen durch den Tarantino-Soundtrack. Es war doch. Jackie Brown? Ja, ne? Nicht Pulp Fiction. Jackie Brown, meine ich, kommt da vor, oder? Sitzt im Auto. Ich glaube, der Kopfgeldjäger da. Sitzt er nicht da? Als er im Auto sitzen will? Oder wie? Ich weiß nicht mehr. Jo. Bei so einer Nachtfahrt. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich kenne das Album jetzt gar nicht. Ich habe nur ganz kurz quer gehört. Die lag dann jetzt bei 21,49. Denke, kann man auch nicht viel mit falsch machen. Cover schön, solide. Auch wieder jetzt nicht so dolle von der Auflösung her, muss man sagen. Aber wie bei allen anderen auch, habe ich es nicht immer gesagt, Karton, alles ist natürlich sehr gut. Gefütterte Innenhöhlen. Philly Groove Records. Label. Das ist doch schön gemacht. Die Balls out. Die gehört echt in jeden Plattenständer hin. Ne, gibt ja so, weiß nicht, habt ihr das? So ein Display, Plattenständer wie im Plattenladen, so, wo ihr mal jetzt spielt hier. Ne? Balls out. So, Velvet Revolver, das war eigentlich so mit der Anlass, weswegen ich dir überhaupt angefangen habe, da meinen Warenkorb immer weiter, tak, tak, ja, zack, und zack, jetzt. Oh, mein Gott, da muss ich ja Platz machen, Regal. Kontraband. War jetzt hier bei 25,49. Auch vierfach, also Doppelalbum. Würde auch sagen, kannst nicht meckern, ne? Deutlich unter 30 noch der Kurs. Apropos Kurs, ich habe mich ja gewundert, weiß nicht, mögt ihr Ministry, die aktuelle Ministry, die wurde ja nur angeboten, also nur als eine Version mit farbig für 32, 33 € Gatefold, aber eine einfache EP. Fand ich jetzt echt auch mal happig von Nuclear Blast. Boah. So, hier, guck mal, geht auch anders. 25,49. Die Reissue auf Music on Vinyl. Ist ein schickes Album, kannst du nicht sagen. Slash ist dabei, Duff ist dabei. Scott heißt er doch, der Sänger, ne? Von Stone Temple Pilots. Ich glaube, der ist auch schon verstorben, ne? Du warst doch. Jetzt ohne Inner Sleeve, aber dafür mit bedruckten Innenhüllen, also ohne gefüttertes Inner Sleeve, bedruckte Innenhüllen, aber ja, so muss ich mich ausdrucken. Bisher habe ich die nur als CD gehabt. Da dachte ich, ach, guck mal, bei dem Kurs, jetzt ist sie reif, jetzt ist sie fällig. Aber auch sonst, das Sortiment da ist sehr breit gestrickt, auf dem ganzen Shop, aber auch an diesem Sonderangebotssparte.
Aber eben auch ja, relativ viel so 90er Rock dabei gewesen. Sogar, wie heißt es ja, also auch ein bisschen was um Alice in Chains rum und so weiter. Coole, richtig coole Sachen. Dann kommen wir. Ah, vielleicht nehme ich die mal stilistisch als letzte. Na, was haben wir jetzt hier noch? Ja, gut, können wir mal erstmal hier noch die Rockecke zu Ende. 16 Horsepower. Die, wie heißt sie denn hier? Lowry State. Zweites Studioalbum, ich weiß gar nicht mehr. Music on Vinyl Issue. 20,49 €. So. Guck mal. Das ist schön gemacht. Also so ein bisschen rauer Karton. Fühlt sich gut an. Hat noch einen Einleger. Habe ich Bock drauf. Also 90ern liefen die viel bei uns, Kumpels und so. Dann so ein bisschen, ich habe nie CDs davon gehabt oder was, immer ein paar Tapes, so ein bisschen aus den Augen verloren, habe ich jetzt mal wieder Lust, wieder zu entdecken. Bin zwar nie ungefähr, so, kann man mal machen, ne? Habe ich Bock drauf. So, Alternative Country ist das, so kann man sagen. Ne? Dann, ja, Cibo Matto. Kann ich bisher nur das zweite Album von, finde ich super. Aber auch so ein bisschen untergegangen dann wieder, weil ich früher nur auf Tape oder irgendwie, keine Ahnung, wie, ne, so. Also, ist eine, ja, japanischen Ursprungs, zwei Damen, sind, glaube ich, aber dann in London, groß geworden oder da jedenfalls das aufgenommen. Ja, was ist das? So ein bisschen Pop, Alternative, irgendwas durcheinander. Gar nicht so gut einzusortieren, ne? Ein bisschen Elektro. Cibo Matto, was war das jetzt hier? 21,49 auch. Viva la Woman. Auch nochmal mit dem Einleger. Und gefütterter Innenhülle. So. Muss ich gar nicht mehr extra sagen, eigentlich. Ne? Haben sie ja alle hier. So, und dann doch zuletzt, ja genau, Groove Rider, Mysteries of Funk, ein Klassiker aus dem Drum and Bass UK Sektor, Mitte 90er so etwa ist die rausgekommen, hat ziemlich vieles, hat ein bisschen, also hat dieses edgige, ne, also so, ja, wie soll man sagen, noch leicht industrial angehauchte Drum and Bass, Tech-Step, keine Ahnung, bisschen was Jazziges dabei, hat schon die so ein bisschen diese jazzigen Vocals mal dabei zwischendurch. Tolles, tolles Referenzwerk. Hier schön aufgemacht in diesem Dreier-Schuber. Die Originalplatte ist als Box damals rausgekommen, sogar, glaube ich, auf vier Platten. Ja gut, jetzt haben sie es auf drei reduziert. Sollte aber ausreichend sein. Bin gespannt. Gut, und die lag dann jetzt eben, ja, 36,99 für drei Platten. Freue mich drauf. Bin ich gespannt. Ja, siehst du. Wollte ich nur mal so reinwerfen hier in den Ring. Ne? Wird auch wahrscheinlich nicht sonst dazu kommen, die jetzt auch nochmal alle im Einzelnen runter zu besprechen. Deswegen mache ich es mal einfach mal so. Und wollte mal einfach damit loswerden. Ja, wenn man ein bisschen guckt, man kann auch nach wie vor für überschaubares Geld seine Sammlung vervollständigen. Aber klar, das ist immer so, mal, wenn man immer, ich sag mal, zyklisch kauft, dann wird es manchmal teuer. Wenn man da gerade hinterher rennt, was eh gerade gehypt ist, dann wird es einmal richtig teuer. Muss ja nicht sein. Auch mal ruhig antizyklisch. In diesem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns bestimmt bald wieder, spätestens zum German Vinyl Community 24 Special. Vielleicht aber sehen wir dieses Video auch erst hinterher. Kann auch gut sein. Egal, wir sehen uns. Haut rein, munter bleiben. Danke fürs Einschalten. Euer Plattenanwalt Simon.